Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit mir, Schweinchen Gaudi. Dieses Video ist leider etwas traurig. Wie ihr wisst, musste ich ja Celino und Luana abgeben. Und ja, das ist jetzt so eine Art Erinnerungsvideo an meinen geliebten Celino und zugleich ein Abschied von ihm in bester Erinnerung. Hier sehen wir, das war am 3. Juli 2017 ist Celino bei mir eingezogen. Hier habe ich ihn kurz separiert, damit er sich erholen kann, um danach mit meinen Jungs vergesellschaftet zu werden. Wie ihr seht, er war sehr, sehr neugierig. Das ist so unüblich für ein Meerschweinchen, wenn sie an einem neuen Ort kommen. Aber irgendwie war das für ihn so klar, oder er freute sich einfach. Auf jeden Fall hat er alles inspiziert und angeschaut und zeigte von Anfang an keine Scheu und auch keine Angst. Es hat mich sehr gefreut, dass er da keine Angst hatte und ich war eigentlich guter Dinge. Nach ein paar Stunden hatte ich auch das Gitter weggenommen, sodass die anderen Jungs rüber zu Celino gehen können und sich beschnuppern. Louis war der Erste, der rübergegangen ist und ich glaube, so wie es ausschaut, er hat gar nicht gemerkt, dass dort ein neues Meerschweinchen ist, denn er frisst da einfach das rumliegende Gemüse und dachte sich, wow, cool, hier liegt Gemüse, bis er dann seinen Kopf da mal in das Häuschen steckte und merkte, oh, da ist ja jemand drin. Zu Beginn schien auch alles ganz normal, wie bei einer Vergesellschaftung üblich ist, mit Aufreiten, Nachrennen, am Po schnüffeln. Und ich dachte einfach, ja, lass die Jungs mal machen, die können das dann schon regeln. Und ja, habe sie in Ruhe gelassen und hoffte inständig, dass es auch klappen wird und Celino das vierte Team Meerschweinchen Gaudi Schweinchen wird. Ich muss auch noch anmerken, dass Celino, als er zu mir kam, noch nicht kastriert war, aber das war so abgemacht und ich wollte ihn bei meiner Tierärztin kastrieren lassen und habe das natürlich auch gemacht, denn das stand nicht zur Diskussion, ein Meerschweinchen Bock muss kastriert werden, denn das ist einfach die Altersvorsorge für so ein Meerschweinchen. Ja, leider wurde das Verhalten von Celino auch nach der Kastration nicht besser. Ich dachte zuerst, ja, man wartet die Kastrationsfrist von 6 Wochen noch ab und dann sollten sich die Gemüter beruhigen. Aber dem war nicht so. Sie stritten sich zuerst nur leicht mit Bromseln und Aufreiten und danach wurde es immer schlimmer mit Beißereien und sogar Haare ausreißen. Also es war wirklich krass, dass ich zum Teil sogar so Haarbüschel im Gehege gefunden hatte. Und ich habe alles versucht, damit Celino sich wohlfühlt und die anderen ihn akzeptieren, von Geheegeerweiterung. Mit Bachblüten habe ich sogar versucht und zum Schluss auch noch mit Tierkommunikation. Und da stellte sich einfach heraus, dass Celino lieber mit Weibchen zusammen sein möchte und der Chef sein will. Und deshalb war der Entschluss halt nahe und natürlich selbstverständlich, dass Celino seine Weibchen bekommen wird. Es fiel mir natürlich alles andere als leicht, meinen geliebten Flitzebogen und zuckersüßes Schweinchen abgeben zu müssen. Ich vermisse ihn jeden Tag, aber ich weiß, dort, wo er jetzt ist, es geht ihm gut. Er ist zusammen mit Luana und ganz vielen Weibchen in Außenhaltung. Das heißt, am 11. Mai, am Freitag, habe ich Celino und Luana dann bei der Kollegin, welche er züchtet, abgegeben. Und er hat dort extrem viel Platz zur Verfügung und ist nun jetzt Herr von ungefähr 15 Weibchen. Also er hat da wirklich ein Paradies für sich geschnappt, kann man so sagen. Es macht mich glücklich. Ich habe gesehen, wie Celino sich eingelebt hat. Er hat alles erkundet, angeschaut und war so neugierig, hatte keine Angst und auch die anderen von den anderen hat er keine Angst. Und ich weiß, es geht ihm jetzt dort gut, aber für mich ist es halt immer noch schlimm. Es fehlt mir immer noch sehr, vor allem halt auch, weil er so aufgeweckt ist und einfach auch ein fröhliches Meerschweinchen war und immer ja, einem ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat, so mit seiner süßen Schnute und seinem bauschigen Fell. Ja, er wird immer bei mir im Herzen bleiben, in Erinnerung bleiben und ich darf ihn auch ab und zu mal besuchen gehen. Das freut mich sehr und ich liebe ihn über alles.